Yo, meine Homies! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Let's Play Clash of Clans. Was werden wir in der heutigen Folge machen? Und zwar, meine Schweinereiter sind ja vor 3 Tagen fertig geworden. Auf 3. Ich würde mal sagen, wir machen direkt einen Uni-Angriff mit denen. Bevor wir jetzt anfangen, und zwar, jemand wollte ja meinen Clan, ich weiß jetzt nicht genau, wie du heißt, irgendwas mit Dagi B, Lover oder sowas. B. Das ist ja diese Frau, naja, diese Frau da, die da so Make-up-Tipps macht und so, ne. Falls du in den Clan willst, ich mache jetzt die Pokis runter. Du bist ja auch erst Level 59, aber das... Nein, das soll ich nicht. Das macht aber nichts. Machen wir erstmal auf 1000, ich meine, so brauchen ist der Clan bis jetzt auch noch nicht. Aber Level 60 muss sein, aber du kannst rein, da du Level 59 bist. Da fehlt sowieso noch ein Level. Kannst dir schnell jammen. Ja, ich bin heute mal wieder super drauf. Hab vorhin so nach dem Fitnessstudio, habe ich mir so gedacht, trink mir mal ein Monster. Also, wenn ich euch Monster empfehlen kann, dann Assault. Das schmeckt sowas von geil. Ja, Product Placement hier, ne? Aber leider unbezahlt. Ja, also ich würde mal sagen, ich suche mir dann mal einen Gegner raus. Nein, das wollte ich nicht alles groß schreiben. Internet ist für uns Neuland. Nee, Enter kann man hier auch nicht drücken, okay. Okay, ich würde mal sagen, ich suche jetzt einen Gegner raus und ich werde die Gegnersuche überspringen, da das für euch wahrscheinlich langweilig ist. Bis gleich. So, mit dem mal wegsnorgeln. Also ich weiß nicht, ja klar, eigentlich müssten wir den so richtig wegsnägeln können. Oder soll ich weitersuchen? 174k, also, oh Mann, ey. Soll ich und ja oder nein? Ich habe nur 7 Sekunden. Denk nach. Ja, ist jetzt sowieso zu spät, also greifen wir ihn jetzt einfach an. Die Musik spielt nicht so ganz mit, also. Here we go! Schweinereiter for the win, okay. Tellereisen nicht for the win. Wenn wir den Angriff verscheißen, dann gehe ich mich vergraben. Also mit 44 Schweinereitern Level 3 kann man ja so ein Dorf zerstören. What? Yo! Das müssten wir eigentlich hinbekommen, was? Ein bisschen leiser machen. Jetzt kriege ich hier noch so einen Hörschaden. Hier noch so einen Heilzauber. Da müssten die Swines ja auch gleich reinkommen. Ja. Oh, die paar Clan-Trüppchen, ihr meint doch, ihr könnt mich schlagen, ne? Ne. Hier noch ein Heilzauber und dann haben wir das Loaka gewonnen und hier noch die Burgi Queen und den Barbarenkönig, damit es ein bisschen schneller geht. Also wenn wir das nicht schaffen sollten, dann gehe ich mich wirklich in den Boden versinken, aber wo ist jetzt das Problem? Die Clan-Truppen, oh nein, ich habe keinen Blitzzauber dabei. Los, Burgi Queen, kümmere dich um die Clan-Truppen. Scheiße, ich glaube, die Schweinerat sind nicht wirklich weg, oder? Matt hier natürlich weg. Nein. Bogey Queen hilft ein bisschen. Oh, die Schweinereiter haben es geschafft, zum Glück. Boah, ey. Wirklich ist kein Schweinereiter mehr da, ey. Ich dachte, wir machen so einen Overkill, aber das wird nur ganz schön knapp, was? Los, 7er König gegen 7er König. Los, ich weiß, du kannst es schaffen. König, Barbarenkönig. Oh, Fähigkeiten. Here we go. Du kannst es schaffen. Und wir haben es geschafft. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Also, elixiertechnisch habe ich wieder Minus gemacht. Wegen den Heilzaubern. Im Dunklen haben wir auch Minus gemacht, aber das Gold, das brauche ich jetzt, da ich wieder mal alle meine Teslas upgraden will und da könnte ich es sehr gut brauchen. Der Babakönig, voll fresh, macht alles fertig. Was baut der denn hier gerade? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, so ein krasser Overkill war das jetzt auch nicht, aber 100%. Ich würde mal sagen, haben wir schön durchgenommen, das Dorf, so richtig weggesnurgelt. 100% habe ich super gemacht. Hier,
Habe ich super gemacht. Super, David. Hast du super gemacht. Läuft. Läuft. Nein. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann wieder für die heutige Folge. Also, die heutige Folge hatte wieder super viel Niveau. Sehr erwachsen heute wieder. Ja, die Folge war etwas kurz, aber die letzten Videos waren alle sehr kurz. Nur im Moment weiß ich nicht so, was ich bei Clash of Clans wirklich machen kann. Ihr könnt es mir ja mal in die Comments schreiben. Ich kann ja mal so, wie Don John das macht, solche One-Click-One-Shot heißt das, ne? So eine Kategorie, nennen wir es einfach Kategorie. Kann ich dann so einführen. Ja, und ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Ciao!